Diese Brokkolipfanne musst du unbedingt ausprobieren. Überraschenderweise fangen wir heute auf der Herdseite an. Wir haben hier zwei Zwiebeln, die haben wir halbmondartig geschnitten, Tim, oder was sagst du dazu? Halbmondartig ist ein super Begriff, ja. Ja, also wie gesagt, einmal durchschneiden und schön ein bisschen fein machen. Das Ganze dünsten wir uns jetzt erstmal schön an. Ich werde versuchen, kurz vor goldgelb zu landen. Ganz goldgelb noch nicht. Wir sind jetzt bei etwas überglasig gelandet, aber das reicht auch schon mal aus. Und jetzt kommen 6 Babymöhren, ganz lieb geschnitten von unserem Timmy. Hat er wieder toll gemacht. Das Ganze auch noch mal vermengen und auf unterster Hitze auch noch mal ein bisschen schön gehen lassen. Nach circa 5 Minuten kommen unsere Knoblauchzehen mit zu, fein geschnitten, 2 Stück an der Zahl. Das Ganze erstmal schön vermengen. Ein bisschen Würze geben wir auch noch dazu, Salz und Pfeffer. Ich hätte gern die Mühle genommen, Tim, aber ich habe es vergessen einzukaufen, also hat der andere Pfefferausgang. Aber zum Glück hatten wir ja noch welchen Sola. Sonst könnt ihr gerne die Mühle nehmen, der hat richtig schön Kraft. Wir warten erstmal noch, bis sich das Ganze gut verbindet und dann geht es sofort weiter. Wir wollen noch ein bisschen Kraft ziehen und als nächstes kommt unsere Gemüsebrühe. 150 Milliliter mit zu. Das Ganze lassen wir einköcheln und dann schauen wir mal. Weitere 3 Minuten sind vergangen. Wir schalten das erstmal aus und lassen das auskühlen. Ich wechsle jetzt die Seite und zeige euch, wie es weitergeht. So, Schale steht, 3 Eier sind auch schon aufgeschlagen drin. Das Ganze verquirlen wir jetzt erstmal richtig schön. So, und als nächstes gleich machen wir 250 Gramm schönen Joghurt mit rein. Bekomme ich deinen Daumen nach oben? Okay, danke. 3 Esslöffel Mehl auch noch mit zu. Das Ganze verquirlen wir erstmal ein bisschen. So. Weil das ist der Hauptanteil, den wir jetzt zubereiten. So, kurz verquält machen wir einen Esslöffel. Oh, sorry, daneben gerutscht. Backpulver mit dazu. Auch unterrühren. Und damit das Ganze richtig schön läufig wird, kommt noch eine gute halbe Tasse Milch dazu. Das Ganze richtig gut vermengen. So, und dann kommen die nächsten Arbeitsschritte. So, ich habe mich verausgabt. Als nächstes machen wir noch schön ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz ran. Man muss auch oben den Deckel abnehmen. Ein bisschen Salz noch ran. Das Ganze auch noch mal vermengen. Jetzt wird es richtig interessant. Die nächsten Zutaten folgen. 8 Cocktailtomaten. Dann haben wir hier 4 Radieschen. Schön feinwürzig wird es dadurch. Und eine Paprika. Das Ganze schon mal richtig gut vermengen. Und, ach, wir ziehen den anderen Arbeitsgang auch gleich durch. Ein ganzer Brokkoli kommt auch noch mit zu. Und das Ganze schön vermengen. Allerdings nehmt euch so einen Rührer, ne? Mit einem Schneebesen ist nicht gut. Ne? So, und dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Gut vermengt kommt jetzt unser Pfannengemüse, was jetzt abgekühlt ist aus der Pfanne, mit zu. Abonnieren nicht vergessen. Danke. Ein bisschen Brühe war auch bei, soll nicht von Schaden sein, bringt auch noch wieder guten Geschmack. Das Ganze vermengen und dann füllen wir das zusammen schnell ab. Den Großteil des Brokkolis habe ich ein bisschen abgefischt. Ich möchte nämlich auch ein bisschen was mit dem Auge machen, dass das richtig gut nachher hinhaut. Wenn ich den nämlich unten habe, das kratze ich näher noch mit zu, ist das auch nicht so gut. Der soll schon ein bisschen richtig gut von der Optik her rüberkommen, dass wir den hier nochmal gut einfügen. Ne? Und das Ganze geht jetzt für circa 30 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Backofen. Seid gespannt. Das war unsere leckere Brokkolipfanne und fertig sind wir. Wer es nicht nachkocht, ist selber dran schuld. Bis zum nächsten Mal, die Mecklenburger Kochbuben.